Hallo Minecraft-Freunde, mit einem fröhlichen Zapzerab begrüßen wir euch zur nächsten Folge Live in the Woods. Wir sind immer noch auf unserer ultrageilen Baustelle, es wird schon wieder Abend. Ich bin gerade eben ein bisschen rauskrepiert. Deswegen habe ich jetzt wieder Full Life. War vielleicht auch nur ein Trick, dass ich wieder Full Life haben kann, aber naja. Ich würde sagen, hey. Kriminelles Gedanken gut zu haben. Mit am Start sind LCS der Joshua. Ja, genau. Ich arbeite hier schon wieder als Einziger, während die anderen beiden. Ich arbeite auch hier oben. Schmutz. Ja, ich arbeite auch hier oben unter Schmutz. Und wir sollten das Wort Schmutz nicht so oft gebrauchen. Hier, wie fühlt es sich an, auf keinem Kraftblock mehr zu stehen, hä? Du bist ein Schmutz-Tim. Ich war gerade dabei, den Baum des Jahrhunderts zu fällen. Was machst du? Du schmutzt mich von der Seite an. Konntest du eigentlich rauskommen hier noch rechtzeitig? Das ist ja schon der Buggy. Buggy, Junge. Ach, und jetzt haben wir diesen Fluss mal ein bisschen flach gelegt, hä? Ich suche wir wissen alle, wovon wir reden. Ja. Guter Freitagabend bei Tim. Legt den Fluss flach. Wir wissen aber alle, wovon ich gerade rede, oder? Eins schockt der Junge. Mir fehlt das Wort. Das heißt... Trockenlegen, ich dachte, ja, Leute, das passiert schon mal. Kennt ihr das? Wir könnten das Ganze auch wieder renaturieren und zu einem Fluss machen. Schmutz, hast du kaputt gemacht, die Aktion. Wir wollen noch gesagt, die ökologischen Schäden dürfen nicht vernachlässigt. Du bist ein Schmutz. Ich hab, keine Ahnung, 20 Seeds in meinem Inventar, die pflanzt du nachher einfach wieder an und gut ist. Vor allem die Folgeschäden für den Boden da. Durch die Monokulturen. Als ob der Boden unfruchtbar wird bei Minecraft. Wer bist du denn, Tim? Ich bin auch so ein Spieler, der beschließt, vegetarisch zu spielen. Ja, jetzt schläft an meinem Bett, der Schmutz. Hauptsache, ihr werdet euch einig. Legt so. Mich halt dazu. War das ein Angebot? Ich hoffe, ja. Hab dich lieb. Auch wenn es eins war, du hast verpasst. Okay. Verpasst. Ja, ich bin da nicht so der Experte. Ich verpasse den Moment immer. Achtung. Oh, was? Wofür? Was ist denn? Ach ja, Joshua. Was machst du denn schon wieder? Lächerlich, dass er schon wieder reingeschossen. Ja, wenn der Tim nichts von seinem Essen abgibt. Ja, das ist alles erst einmal da. Wenn ich das abgebe, haben wir kein Essen zum Anpflanzen. Dann pflanze es doch mal an. Wir haben doch schon ein kleines Feld. Jetzt geh doch mal da hinten ins Abernten, was schon mal draufsteht. Warum ist dieser Bach denn so ultra breit geworden? Wie hässlich soll denn das werden? Wer hat denn jetzt den Bach breit gemacht? Ich dachte, der ist nur 3x3 breit. Bach war ein bisschen mehr Power pumpen. Wer hat denn die ganzen Steine... Habt ihr die Steine geklaut? Der Bach war pumpen. Warum soll ich denn Steine klauen? Heute war Cheat Day beim Bach, der ist richtig breit geworden. Ja. Bach hat zugelegt ohne Gnaden, ne? So, guck mal diese Chest rein, das war einmal zu essen. Ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit rumholt. Ich hab nicht so viel zu essen. Wäre halt stark, wenn man eine Eisenhau machen können. Kann ich halt machen. Hab ich halt, hast du halt, ne? Ich hab die Eisenhau. Haben wir irgendwo einen Eimer? Nein. Haben wir drei Eisen? Ich hab zwei Eisen. Schmutz! Das reicht nicht! Kann man einen Wassereimer machen aus Holz oder so? Nee. Nein. Probiert. Wissenschaft sagt nein. Nee, das gibt Schüsseln, Mann. Ist ja lächerlich. Kann man das nicht mit einer Schüssel schöpfen? Was denn? Wasser? Nein, das ist doch lächerlich. Geht halt echt nicht. Aber, hey, guck mal. Was denn? Hier kann ich noch ein bisschen das Feld vorbereiten. Ist jetzt nur die Frage, was wir hier für Felder reinzimmern, weil... Ja, alles. Gute. Mann, bin ich nützlich, ey. Oh. Viel zu praktisch. Oh, ein Feuerbusch. Hier kommt doch überhaupt kein Bach mehr rein. Deswegen ist doch alles gut. Oh, hier ist noch eine Biene. Guck mal hier. Ich werde hier schon mal ein bisschen das Feld anbauen. Wir machen hier Auberginen rein noch. Machen hier noch zwei Pepperonis.
2 Aubergines. Nice. Immer so ein bisschen auf Fruchtsuche im Wald. Bevor diese ganzen Felder Form annehmen, werde ich jetzt einfach hier anpflanzen. Ja, genau, lass wieder ein bisschen Chaos reinbringen. Bin gerade dabei, warum? Oh, klappt immer gut, wenn das am Ende dann so aussieht. Ja, wir haben damit Erfahrung schon. Wir haben ja so eine nice Welt, auf der wir manchmal spielen. Und da eskaliert es halt auch mal komplett hoch. Das hat immer, das hat noch nie geklappt. Herr Schmutz, du weißt, wie es geht. Was machst du? Ein kleiner Typ, ja. Ich hab mich verlaufen. Ich glaube, ich krieg gleich Recken. Soll ich dir jetzt vorlügen, dass ich es schade finde, oder soll ich dich einfach auslachen? Ich denke, ich würde ein bisschen weinen, um mich selbst sehen, vielleicht. Ja. Was für die Zukunft bringt, sag ich mal. Ist wieder da? Nein, ich laufe ein bisschen durch Dornen durch, weil mir das Spaß macht. Ein bisschen sadistisch veranlagt. Nee, masochistisch. Was du stehst das? Auf Schmerzen, oder? Ist das masochistisch? Ihr drei breit. Hallo, ist das noch nicht fertig? Schmutz. Nein, das wollte ich auch nicht. Hab ich den Bauch geplatzt, was drin. So, die Eisenhose jetzt gesamt für dieses hässliche Feld drauf. Nice! Was denn, ist doch geil so, oder nicht? Ich wusste nicht, dass wir den Bach so breit machen. Ich dachte, da kommen halt einfach so kleine... Ja schon, aber wir können doch einen Bach durchführen, oder? Und dann halt von da kleine Abzweigung. Ach so. Hm. Nicht? Nein, können wir nicht. Ich wusste nicht, dass du dir das so vorgestellt hast. Das kann man auch machen. Ja, du hast es ja so vorbereitet, deswegen dachte ich. Ey, nö, ich habe das alles zugeklatscht, damit wir dann hier einfach so ein Karo-Muster reinmachen können. Ja, aber du hast doch hier den Graben gezogen, der drei breit war. Ich wollte eigentlich nur hier komplett alles auf die eine Höhe ausheben. Ach, sollte es doch noch tiefer ohne Stufe sein? Ja, weil der Bach kommt ja eh weg. Jetzt können wir auch alles eins höher machen, dann sparen wir uns das Ausheben. Ja. Ich hätte jetzt halt hier so auch diese Dreieckform weitergemacht. Ja, dann machen wir. Ich weiß noch nicht ganz, wie du es vorhast. Gut, habe ich Wollen wir den Bach dann vielleicht einfach nur zwei breit machen, weil drei ist schon recht breit. Ja, warum? Das ist das ganze Essen jetzt gepflanzt. Ja. Was essen? Mann. Ja, aber wir können doch hier... einmal gehen. Ne, wir können doch... Ja, das Gebiet wird doch riesig, aber hier kann auch so ein schöner breiter Fluss durchfließen, oder nicht? Mit so süßen Brücken drüber und... eins geil und... ja. War so der Plan. Einfach eins geil. Das dachte ich mir, Richie, dass das für die eins geil wird. Könnte ich von einem von euch mal so eine Schüssel haben? Ich hab keine Schüssel. Hat einer Pilze gespart? Ich hab dir eben einmal eine Pilze... Guck mal hier. Turm. Das ist richtiger Schmutz. Ich grab hier mal den ganzen Sand ab, weil der ist locker kostbar. Haben wir irgendwo Weizen angebaut? Ich glaube unten auf dem Feld. Soll ich hier irgendwo mal Weizen anbauen? Ja, wenn es dich danach zieht, dann bau bitte Weizen an. Ich habe mir das letzte freie Feld mal für Weizen genommen. Warum diese Pilzsuppe nur Achso, das hier heben wir jetzt unten auch aus, oder wie? Na, hättest du ja auch tiefer lassen. Ja, hier jetzt tiefer machen, oder wie? Warum? Oder bleibt der Bach so? Da kommt ja Wasser bis oben hin rein. Ja, wir können... haben wir noch Eisen überhaupt? Nein! Aber hey! Hier auch noch. Ja, jetzt kann ich eine Felswand kleben. Wir lassen einfach den alten Bach da und bauen halt einfach das Gelände höher. Ja. Oder wie? Und füllen dann halt Wasser rein. Ja, okay, gut. Dann haben wir... Dass dann hier alles Chock aussieht. Habe ich es ja jetzt verstanden. Jetzt ist halt noch die Frage, ich habe jetzt das hier so gemacht, weil ich würde gerne vier breite Felder machen. Ja. Und dann in der Mitte mal den Wasserlauf, weil der Chow ist ganz so... Jetzt habe ich schon verkackt. Das müsste so sein. Das weg. Jetzt drüber. Auch mal gut sein, ne? Das wird ja schon reichen, was weil dann kann man hier... Okay, kann man jetzt in Vierergraben reinmachen, da hat man hier das erste Feld zum Beispiel. Ja, dann passt das hier oben ja schon mal nicht. Da muss man hier das eigentlich auch noch so... Nee, das ist ja nice. Ach so.
Das sollte ja hier so in der Mitte sein, damit wir den Dreierfluss haben. Deswegen habe ich hier drüben habe ich es ja auch in der Mitte. Guck, und dann kannst du hier halt noch so einen Kanal machen. Oder sparst es dir hier eben? Ihr muss ja nicht. Hier reicht es ja auch so. Hier können wir ja aus Steinen quasi einen Weg reinmachen, wo man halt dann langlaufen kann. Und dann könnten wir hier noch ein Feld hinzimmern. Ich weiß nicht, ob das auf allgemeine Unterstützung stößt. Vielleicht wird das ja auch doof, wie ich es vorhab. Das wird sowieso doof, wenn du was vorhast. Unterstützung im Team, yay! Stimmt, du bist so eins nutzlos. Nee, an sich ist das gut. Ich würde nur so machen, dass wir nur so viele Kanäle machen, wie wir auch wirklich brauchen. Weißt du? Weil hier das, wo wir jetzt gerade draufstehen, wäre ja dann völlig unnötig, dass hier so viele sind. Gibt's eigentlich einen Fluss mit Strömung, keine Fische oder sowas? Ja, das muss ja nicht alles Kanal werden, das kann ja auch Weg werden. Ach so. Aber muss halt trotzdem ausgehoben werden. Ja gut, das stimmt. Wo man den kann, wir können ja den hier... Ja gut, das ist aber jetzt hier dann irgendwie blöd, weil jetzt haben wir hier nur ein Dreierfeld. Ich sehe es gerade. Ja, dann macht man es halt so. Dann ist halt nicht symmetrisch, ist ja egal. Ist ja trotzdem goldig. Wieso habt ihr jetzt hier eins frei gemacht? Dann müsste es hier durchgehen. Ja, und hier? Wie wäre es denn, wir hauen einfach den ganzen Fluss raus und legen es hier einfach normal mit Wasser durch. Ja, das war ja eigentlich am Anfang auch meine Idee. Ich meine, so sieht das ja am Ende irgendwie ein bisschen komisch aus. Findet ihr meine Idee jetzt kacke oder was? Bisschen. Aber hey, wir sind ehrlich. Okay. Nein, man muss das halt am Ende mal gucken, nicht. Aber ich glaube, wir werden effizienter und es macht jetzt eh der Natur keinen großen Unterschied mehr, wenn wir jetzt hier einfach alles rausrippen und da einfach ganz normal, ich weiß jetzt nicht, was du machst, 4x4 Felder oder sowas. Oder 7x7. 4x4 oder 19x19. Oder 30x30. Haben wir ein großes Feld, yay. Ja, okay. Dann macht's halt, wie ihr es wollt. Bevor du jetzt hier gekränkt bist. Ja, nee, ich bin jetzt schon leicht verletzt. Aber... Ach, Richie. Ja. So eine tolle Idee mit so einem süßen, romantischen Fluss und so. Richtig geil. Ja, wir können das probieren. Wenn dir das wichtig ist, können wir das probieren. Mir ist doch nur wichtig, dass es euch gefällt. Si, señor. Ich gehe jetzt Richtung Bett. Ja, wir probieren das einfach mal aus. Ich kann nicht mal mehr normal gehen, Mann. Ich schleiche hier lang. Ich sterbe noch auf dem Weg zum Bett, ey. Ich bin fast tot. Ich werde morgen früh sterben. Das ist nicht ein toller Tag, wenn man weiß, dass man... Oh mein Gott, ist es leer, mein Essensbalken. Bist du verhungert oder was? Hä, bei mir stehst du aber hier oben. Ja. Achso, ist gerade wieder gespawnt. Wartest du auf dem Kreuz auf deinen Tod? Oh, hier steht ja noch mein altes Kreuz. Weil wir den durch mit seinem Kreuz versperrt, Leute, so geht's nicht. Man kommt hier nicht mehr hoch. Das war ich, guten Tag. Ja, baust ab. Ich muss hoch. Ich kann's nicht abbauen, da sind noch lauter Sachen drin, tut mir leid. Ich helf dir. Jetzt kannst du es abbauen. Ja, baust du mal bitte ab, Richie. Bau du's doch bitte ab, ich hab keine Hacke. Ich kann's da auch nicht abbauen, ich hab da auch nix. Das dauert mit der Hand nur ein bisschen. Ja, Alter, ich lieg im Bett. Ich hau dich aus dem bescheuerten Bett raus, grab's ab, nimm's mein Inventar, dass du deinen... WHDC. Ich werd nicht disconnecten, ich werd einen Zombie hochlocken, scheiß drauf. Leute. Was denn? Ich lieg doch auch im Bett. Was ist denn mit dem Tim? Ich würde ja auch im Bett liegen, hätte jemand das Kreuz ja nicht hingestellt, wäre so richtig doof auf dem Weg verstorben. Als wenn du es nicht einfach hättest abbauen können, warum denn? Ja, ich kann es doch nicht abbauen. Es dauert doch nur mit der Hand. Ja, so 20 Minuten. Oh, Leute. Toll, ich bin nicht runtergefallen. Wo ist denn das fucking Kreuz? Da, ich baue es gerade ab. Aus dem Weg, ich hab mich... So, jetzt bist du mir durchs Bild gelaufen. So, das Kreuz ist weg, Tim, jetzt komm schlafen. Wo ist denn hier die Tür? Was ist denn mit dem Jungen? Hast du gerade gesehen, wo er reinkam? Er hat sich durch die fucking Wand gegraben. Du musst doch nicht gleich sein Bett zerstören, Joshua. Was? Du musst doch nicht gleich sein Bett zerstören.
Jungs, jetzt legt euch schlafen. Kann doch nicht wahr sein. Mann, es klappt nicht. Wisst ihr was? Die Zeit ist eh rum. Ich beende jetzt die Folge. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bett hast, Schmutz. Ich leg jetzt ein Schreibt was in die Kommentare und ich hoffe, nächste Folge kriegen die beiden Kinder sich da wieder ein und vertragen sich wieder. Als wenn er jetzt hier so das alles im Griff hat. Schmutz. Alle. Was hast du mit meinem Bett gemacht? Die Folge ist beendet. Ich muss das Spiel mal neu starten. Was macht ihr denn? Ihr habt das komplette Haus auseinandergenommen. War der Tim? War der Tim?